Assalamu alaikum, meine Lieben. Hier ist wieder die Khadija, die Deutsche am Nil. Schaut mal, jetzt machen wir gleich Shopping hier. Ich weiß gar nicht, was er gesagt hat. Ein Kilo? It is one kilo, you say? Nos, nos. Alas. Guck mal, so wird es eingekauft, Konafa. Na? Das sind so ganz, ganz feine. Normal könnte ich es auch anfassen, das macht ja jeder, aber müssen wir jetzt nicht. Guck mal. 50 Pfund, ein Kilo Kanafa. You see? Aywa, Sakardi. Mm. Das ist ein Adler. Schaut mal, die Maschine hier. Hier ist der Teig drin. Und der kommt dann hier so rausgespritzt. Also kommt der rausgespritzt, ich weiß nicht. Also das kommt wahrscheinlich hier rüber und dann wird es hier gesammelt. Und das ist dann sehr heiß und sammelt sich dann hier in diesen Spaghetti-Dingern. Ja, wie gesagt, das muss man zu Hause kurz in die Gefriertruhe tun und dann kann man es noch besser zerpflücken oder im Mixer zerkleinern. Ja, jetzt gehen wir erstmal heim und dann sehen wir weiter. Dann könnt ihr mal sehen, was wir machen. Hier ist nichts los. Wir haben 47 Grad, Alhamdulillah. Und die ganzen Leute haben keine Lust, irgendwas zu machen. Alas. Yalla, Younes, guck mal, zeig dich mal, du bist knallrot. Der will immer trinken. Na? What you do? Ah, we go to the next Sach. We need. Come, Younes. Show us. Younes will Salabia. Die sind natürlich nicht so gut wie der Mama ihre, aber und auch mit Honig. Das ist Basfusa. Na, das ist Grieß. Feiner Grieß. Den machen wir ja auch. Und hier wird auch zum Beispiel Kanafa verkauft, aber nicht so frisch wie wir haben. Das ist für unsere Hühner. Hühnerfutter. Ein Nicknuss Kilo Fuhl. Ja, und da kann man halt alles hier kaufen. Auch dieses Lebensmittelfarbe, wo man auch ein bisschen in die Konafa reinmacht. Oder Basbusa kann man auch. Gucken wir mal, was er da noch hat. Ugozel hin vier. $400 gram I need. What is Tom? 400 will be for a few. Don't lie. How much is Tom? Your face, don't lie. What is Tom? 250. You're not happy when you make a little bit less when I buy something. Schweier Akter. Immer wenn ich was kaufe, muss immer weniger machen, damit wir sparen. Ich habe Younes, pass auf. Dann ist er glücklich, wenn wir ein bisschen sparen. Okay, and this food color, Mahmoud. Aywa. Die Ahmar. Sag ich auch mal, hier ist so ein Cooler. Das macht die ganze Zeit die Geräusche. Ist auch interessant. Ja, Labina. Komm, Younes, der hat ein Eis gekriegt. Guck mal, das ist jetzt alles für unser Habibi Erb. Jetzt brauchen wir auch nicht mehr. Schmeißt er das auf die Straße. Ja, Leute, es ist brutal. Brutal heiß. Ich denke mal, was machen die ganzen Leute auf der Straße? We need something from here, from the souk. Ja, alas. Oh, wir lassen das Auto offen, da seht ihr mal. Ich fahre. Da sind unsere anderen Einkäufe. So ist es. In der Nacht leuchtet dieses hier. Könnt ihr mal sehen. Hat er jetzt da was drauf? Nee, das läuft einfach. Schade, das hätte ich euch gern gezeigt. Aber es gibt schon ein Video. Ich glaube, das habe ich noch. Oh, ich sag's euch. Jetzt geht's los. Also, meine Lieben. Ich hole dir auch Fern. Masch. Jalla, wir gehen jetzt, Leute. Ich sag's euch, es ist einfach eine brütende Hitze. Jetzt geht's ab. Ah, jetzt geht er doch hin. Ich wusste doch. Ich habe gesagt, brauchen wir das? Nein. Dass ich schnell ins Auto gehe, dann geht er und holt selber was. Was bringt er denn?
Foto. Halas. Was will der Mann? Anyway. Younes? Deine Cola. Kinder glotzen alle. Guck mal, wie schön blau der Himmel. Ne? Wenn ihr wüsstet, wie heiß das ist. Das Lenkrad, es ist brutal. Und auch hier draußen, wenn man da anfasst, ist, da kann man nicht lang die Hand lassen. Es gibt ein Ramadan-Special. Jedes Jahr mache ich das ja. Letztes Jahr waren es Kofta in der Salsa-Soße. Und dieses Mal dachte ich mir, ich habe noch nichts Süßes euch gezeigt. Ich bin noch nicht so eine Süße, dass ich da immer Kuchen backe. Aber das ist ein Muss, wenn man Ägypter zu Hause hat, muss man Basbousa und Kanafa machen. Jetzt zeige ich euch erstmal Basbousa und im Anschluss verschiedene Varianten Kunafa. So, erstmal, was brauchen wir? Ganz wichtig, Erdnüsse. Natürlich für die Reichen, die können sich Mandeln leisten, wir nicht. Wir kaufen billige Erdnüsse, das geht auch. So, dann brauchen wir eine Tasse Kokosraspeln, eine Tasse Puderzucker, ca. 200 Gramm Joghurt, 200 Gramm Ghee. Und ich habe noch ein bisschen gemischt mit richtiger Butter, dass es noch einen besseren Geschmack gibt. Und Mehl kommt rein, so eine halbe, einen halben Plastikbecherle. Und 500 Gramm Grieß, ihr seht, der Grieß, also der ist unbehandelt. Ne? Dann brauchen wir noch, man kann natürlich auch, wie sagt man, Vanilleextrakt nehmen. Ich nehme immer Vanillezucker, ne? Geht auch, zwei Packungen. Zwei, desto besser. Für den Sirup brauchen wir circa also eine Tasse Zucker, eine Tasse Wasser und eine Zitrone. Und dann machen welche noch Rosenwasser rein. Das bleibt jedem selbst überlassen. Was ich hier noch habe, das möchte ich euch auch noch zeigen. Das sind fertig Basbousa, die kann man hier kaufen. Na, zeige ich euch mal hier mit Haselnuss und einmal mit hier with cream ist da. Na, dann könnte ich immer, die sind schon fertig gemixt, aber das wollen wir natürlich nicht. Da ist schon Puderzucker mit drin, da ist schon Kokos mit drin, also ist alles schon fertig. Da muss man praktisch nur noch, wenn man mal auf der Rückseite sieht, das ist ganz einfach. Und ich weiß nicht, was so ein Ding kostet, 20 Pfund oder was, 10 Pfund habe ich jetzt gar nicht geschaut. Da braucht man praktisch nur Joghurt und Butter dazugeben. Na, dann ist es fertig. Ja, Mahmoud, how much is this package Basbousa? Yes. I don't know. Oh, you don't know. Okay, also wie gesagt, 20 pound, ah, I say like this. Okay, und hier muss man praktisch das Gleiche zufügen, aber da muss da noch irgendwas mit Ishta drin sein, oder nicht? Was haben die da schon Ishta reingemixelt? Ah, weiß ich nicht, sieht gleich aus, gell? Ah, nee, da ist noch was drin. Guck mal, da kannst du dir noch Ishta machen. Ja, wie gesagt, also Sahnepuder. Wie auch immer, ich mache diese Fertiggerichte jetzt nicht, weil das muss ich euch nicht zeigen. Ich zeige euch, wie ihr das zu Hause macht, weil ich weiß nicht, ob ihr in Deutschland so Fertiggerichte kaufen könnt. Vielleicht beim orientalischen Gemüsemarkt könnte alles sein. Na, aber ihr könnt mit ganz normalem Medium-Grieß euch dieses Grieß-Kokos-Kuchen machen. Na? So, fangen wir mal an. Also zuerst fange ich mal an und mache diesen Sirup. Da habe ich jetzt alles zusammengeschüttet. Ihr seht noch die Limonkerne. Also das tue ich jetzt die ganze Zeit umrühren, bis es eine dicke Masse wird. Und die Limonkerne, also die Zitronenkerne, die nehme ich nachher mit raus. Na, also keine Sorge. Okay, also das muss so 5 Minuten köcheln und dann wird so ein leicht dickflüssiger Sirup. Während der Sirup noch vor sich hin köchelt, habe ich schon mal alle Zutaten hier in meine neue Schüssel rein, natürlich pink gekauft, ne? Erstmal so vermischen. Und was ich vergessen habe, ein Teelöffel Baking Powder, also hier, Backpulver. Ne? Das alles schön vermischen und dann tun wir dann hinzufügen das Butterschmalz, Ghee und den Joghurt. Und wie es so ist, ist mir jetzt die Samna ausgegangen. Jetzt nehme ich mein Bio-Kokosöl. Ich wollte es euch mal zeigen. Guck mal, in meiner Küche, könnt ihr mal sehen. 35 Grad und das im Mai, weil ich habe auch noch eine, ne, für unser Fastenbrechen morgen, habe ich gerade eine Suppe noch auf dem Herd. Jetzt mache ich gleich den Ofen an. Ihr möchtet gar nicht wissen, wie rot ich aussehe. Alles für euch. Also, wenn es nicht klappt, weiß ich auch nicht. Ich schicke jetzt gleich jemand los, mir Butterschmalz kaufen. Aber ich mache das jetzt einfach mal mit Bio-Kokosöl. War ja teuer genug, ne?
muss ja auch klappen. Also das schön einfetten, dann, wie ihr seht, ich habe alles schön vermengt mit der Hand und die Finger abgeleckt. Das ist wirklich super lecker. Und ja, der Kokos ist einfach, der zergeht im Mund. Also und das Puderzucker, also das ist Wahnsinn. Super lecker, müsst ihr unbedingt nachmachen, aber ich glaube, viele haben das schon mal probiert. Und ich finde, wenn man das zu Hause selber macht, schmeckt es viel besser, als wenn man das jetzt irgendwo isst, weil es, ja, wenn es frisch ist, ist es halt einfach viel leckerer. Und vor allem, hier ist kein, wisst ihr, ihr kennt ja diese ganz süßen Kuchen, wenn dann zu viel von dem Sirup drauf ist oder wenn sie dann diesen schwarzen Honig noch drauf machen, machen ja manche. Das mag ich gar nicht. Also hier ganz normal mit Zucker und ganz wenig, sag's mir, Sirup. Also nicht übertreiben hier mit Sirup. So, meine Lieben, ihr wisst ja, ich mache jetzt nicht immer alles so wirklich nach Rezept, immer nach Gefühl. Hier ist jetzt also hier Kokosöl drin. Wenn es festklebt, keine Ahnung, dann war das Kokosöl wohl doch nichts. Den Sirup, den habe ich jetzt schon im Kühlschrank. Knallheiß, wird schon abkühlen, weil man sollte den auf jeden Fall nicht im Kühlschrank, in die Gefriertruhe sogar. Ich hoffe, der Kühlschrank explodiert jetzt nicht. Ich werde diese Basbousa jetzt hier reinfüllen und dann schön festdrücken. Und dann diese schon ein paar Erdnüsse reintun und vielleicht kurz in den Kühlschrank, dass es kalt wird. Und dann schneide ich ihn und dann kommt er in den Ofen. So, das ist so ein kleiner Trick. Vielleicht, manche mal schneiden sie erst später, aber ich schneide sofort. Also erst ankühlen im Kühlschrank. Nächster Schritt auch schon fertig. Ich habe hier meine, ne, mit dem so reingebracht alles, reingedrückt. Dann nochmal ein Glas zur Hilfe genommen und ruhig mal so schön festdrücken. Nachher sieht man das nicht mehr, keine Sorge. Ne? So ein bisschen. Und kann man natürlich auch mit den Händen machen, kein Problem. Aber dann hat man, seht ihr, das ist eine fettige Angelegenheit. Also die Ägypter lassen sich es gut gehen mit dem Fett. Das ist natürlich, hier trieft es schon, aber das ist ja Kokosöl. Na, und ich denke mal, Kokosöl kann nicht verkehrt sein, weil es ist ja auch ein Kokoskuchen. Kokosgrießbreikuchen. Also ab in den Kühlschrank jetzt und dann, ja, dann geht's los ans Dekorieren und Schneiden und dann ab in den Ofen. Ich heize jetzt schon mal den Kühlschrank. Heute ist was los. Ich muss noch so viel machen für euch. Ich muss ja noch Konarvergleich im Anschluss machen. Bei 35 Grad verdenkt es eben nicht, denn ich sage, ich heiz den Kühlschrank auf 190 Grad an. Ne? Wisst ihr schon Bescheid. Yalla, bis die Tage, bis gleich, ciao. Es ist einfach unglaublich. Jetzt wollte ich gerade die Kamera holen, drehe mich einmal um. Finger weg, Younes, bitte. Okay, ein bisschen. Guck mal den kleinen Furz an. Drehe ich mich einmal kurz um, schaut, was er gemacht hat. Finger rein. Na Mausi, guck mal, der zerstört meinen Kuchen. Und ich mache so schöne Diamantdinger. Ich wollte nämlich gerade erklären, wie man diese Diamant-Diamond-Shapes macht. Ne? Einmal erstmal so, also wenn der schöne Kuchen kalt geworden ist und diese, wie sieht das aus, Younes, ehrlich, ist nicht schön. So, und erstmal so hinkriegen wieder, dass es gut aussieht, dass niemand sieht, wo der Younes seine Fingerle hatte. Ich hoffe, die sind sauber. Zeig mal, hast du jetzt den Kuchen versaut? Kommst du da mit Drecksflutschen daher? Heide, halt nicht noch die Haare rein! Du, das ist eine Comedy-Show hier, das ist kein Kochkanal hier. Also, und dann einfach quer rüber. So, jetzt muss ich mal kurz auch gucken, während ich filme. So, und dann tut man in die Mitte von diesen schönen Stückchen die Mandeln eben legen. Wir haben keine Mandeln, wir nehmen Erdnüsse, das ist die günstige Variante. Und in jede Mitte machen wir eigentlich eins, aber das sieht so mager aus, gell? Du kriegst den Rest, du kannst den Rest alles essen. Ist gut fürs Gehirn, Nüsse. Nee, ich nehme die großen Stückchen. So, ich habe nämlich auch schon wieder. Gehst du mal kurz und rühr. Nee, das ist so ein kleiner Furz da, das können wir nicht nehmen. Ha! Nur die. Nee, Younes, bitte nicht hinlegen. Die Mama macht das. Guck mal. Drücken wir schön rein. Das wird nämlich jetzt mitgebacken. Halt! Na gut. Dann ist das dein Stückchen hier, okay? Ja. Ja, du hast mir jetzt meine Optik. Optik. Nicht so schön mit der Optik jetzt. Naja, gut. Mit den Mandeln sieht es halt auch schöner aus. Aber ich finde, die sind auch zu teuer und so ein großer Unterschied ist es nicht. Mein Mann mag lieber Erdnüsse. Ne, der ist das Billige gewohnt.
Oma macht nicht so Fürz da. Ne? Und es gibt natürlich welche, oh, halt, die müssen in diese Richtung, alles so. Die kauft, und es gibt ja Leute, die nehmen auch Lebensmittelfarbe und tun das dann noch rot. Das habe ich auch gekauft, aber mein Mann hat gesagt, wenn du das reinmachst, esse ich nichts. Ja, was soll ich da sagen? Dann habe ich es weggelassen. Aber man kann auch, wie gesagt, blau nehmen, nein. Ah, siehst du, da ist noch ein bisschen Schale dran an der Erdnuss. Ist auch egal, wir sind hier nicht beim Schönheitswettbewerb. So, rührst du mal kurz beim Sirup. Ich mache nämlich schon den Sirup für die Konava, dass wir gleich, dass ich alles fertig mache. Guck, da hinten ist noch. Du darfst nachher. Nein, das ist doch nicht fertig. Das kommt doch jetzt in den Ofen, Habibi. Nee, das kann man nicht essen. Ja, guck mal mit dem Schneebesen. Hier ist er neben dem Topf. Genau, schütt mir noch alles drauf. Habibi, du bist mir ein. Guck dir den an. Da kann ich nicht kochen hier. Da kann ich nichts machen mit den Kindern. Obwohl, die Mausi macht den. Aber dieser hier, ne? Der ist ein Lausbub. Upsala. Ich bin hier noch am Reintun. Also, wie gesagt, so sieht's dann aus. Und dann kommt's in den Ofen. 20 Minuten um die 180, 190 Grad. Und dann, Habibi, benimm dich. Gell, Mausi? Mach uns fertig, der. Heia, yalla, ab in den Ofen jetzt. Du, den Jonas tun wir jetzt backen. Welcome back to the next step. Willkommen zurück zum nächsten Schritt. Lernen wir noch Englisch hier. Oh, das ist eine Hitze, aber Ramadan Special, das machen wir doch glatt für euch. Hier eine neue Schüssel in Türkis, Turquois. Also hier habt ihr gesehen heute, wie wir heute einkaufen waren. Das ist nichts anderes aus Wasser, Mehl und das war's, glaube ich, schon wieder. Wasser und Mehl. So kleine Nudeln sind es, wenn du so willst. Ne? So Fadennudeln. Ja. So sieht es roh aus. Ich habe es in meinen Mixer getan. Erst mal ein bisschen in die Gefriertruhe und dann in den Mixer. Und so sieht es aus. Konava. Und hier. Wow, es schneit, Konava. Und hier da hat die Mausi mir schnell, was hat sie gesagt? Das Sonnengold gekauft. Sonnengold hier. Samna Shams. Und zwar die Sonnen... Nee, das ist das alte. Und das ist praktisch ungefähr 200 Milliliter. Das werde ich nachher schauen. Vielleicht, ich habe hier mehr. Ich habe hier ein halbes Kilo. Schauen wir mal, ob ich nochmal sowas brauche. Es muss auf jeden Fall getränkt sein in der Samna. Ja, dann fügen wir noch Zucker hinzu und Vanillezucker. Den Sirup, den machen wir genau gleich wie beim Basbousa. Ne? Also da brauchen wir jetzt nicht nochmal ein extra Video machen. Und hier ist meine Füllung. Da habe ich ungefähr um die 200 Gramm Kokosraspeln. Ich habe dann ganz viele Erdnüsse im Mixer gemahlen. Dann noch ganze Erdnüsse dazu getan, dass es noch einmal so, als ob viele Nüsse drin wären. Und getrocknete Trauben. Einab. Einab, Fool und Goselhind. Also Goselhind ist Kokos, Fool ist Erdnuss und ne, Goselhind Kokos, habe ich gesagt. Ne? Und Einab Trauben, Rosinen. So, meine Lieben, meine Form ist eingefettet, diesmal mit Samna, mit Butterschmalz. Und jetzt vermische ich das. Das kommt jetzt hier rein. Gut, hier kann man noch Lebensmittelfarbe reintun, aber das braucht man nicht, weil ich habe ja die gelbe. Das wird trotzdem schön yellow, also schön gelb dann im Ofen. Okay, los geht's. So, einmal kurz zeigen. So sieht die Konava aus, getränkt in Samna. Vielleicht auch ein bisschen zu viel geworden, aber ihr wisst ja, bei mir ist immer alles ein bisschen mehr als genug. Und das werde ich jetzt hier rüberfüllen. 1, 2, 3. Und hier fest andrücken. Werde ich euch gleich zeigen, wenn es fertig ist. Das muss richtig angedrückt werden, alles voll machen. So, die erste Runde habe ich jetzt drin. Das ist die andere Hälfte, die kommt noch dazu. Jetzt kommt meine Füllung. Jetzt ganz wichtig, dass man nicht... ich habe jetzt halt viel gemacht, weil man weiß ja nie. Und dann verteilt man das so. Aber aufpassen, nicht bis zum Rand, sonst wird es zu trocken und fällt raus vielleicht auch. Immer schön in der Mitte. Und ich glaube, das reicht schon. Na, schön so, dass immer so ein kleiner Rand drinne bleibt, weil nachher drückt man den ja auch noch fest. So, na? So lassen wir das, nicht zu viel. Und das benutze ich für die nächste Konava. Ich habe ja noch eine Packung. Ja, ausgetobt habe ich mich, schön draufgeschlagen und draufgedrückt. Also wirklich
dass es alles fest ist. Ihr seht die Füllung nicht mehr und jetzt kommt sie in den Ofen. Ne? Also auch bis es goldbraun wird, wenn ihr einen Ofen habt, wo oben ein Grill hat, kann man oben nochmal die Grillfunktion, aber auch so 20 Minuten bei 180 Grad, geht ratzfatz. Ihr dachtet jetzt, wir wären fertig, ne? Nein, ich habe mir nochmal schnell Konafa gemacht, nochmal das gleiche Spiel, ne? Samna, also Butterschmalz mit Puderzucker und das alles gut verrühren. Und ich habe diesmal Vanillezucker weggelassen, ist nicht so schlimm, kann man noch dazu machen, habe ich jetzt nicht. Und ihr seht, ich habe schon eine neue Form vorbereitet, ein bisschen viel Ghee rein, ist kein Problem, wird abgegessen. Hier eine kaputte Kaffeetasse von meinem Mann, ups, was ist das? Die fülle ich jetzt, zeige ich euch mal, ein bisschen damit, schön festdrücken, ein bisschen Füllung, tschick, und dann wieder, und dann gut reindrücken, und dann machen wir nämlich kleine Konafa-Cups. Oh. Ja, so. Und nein, das ist nicht auf meinem Mist gewachsen, das hat mein Mann im Internet gesehen, wo er gesagt, kannst du mir das auch machen? Sag ich, ja, probieren wir mal. Also ihr seid mit mir der erste Versuch. Geht nicht. Seht ihr? Warum nicht? So. Jetzt geht's. Ah, hier hätte man vorher vielleicht einfetten sollen. Logisch. Okay, jetzt klappt's aber. So, also wie gesagt, habe ich nicht erfunden. Hat mein Mann im Internet gesehen und gesagt, er will das auch. Und warum denkt ihr, was mein Mann so komische Sachen sich anguckt? Ja, an Ramadan, kurz vorm Iftar, guckt er immer so komische Gerichte an. Und so typische Frauenvideos schaut er sich auch immer an, so Dramasachen, ägyptische. Also ich glaube, so ein deutscher Mann wird es nie angucken, aber die Ägypter, wie viele Männer gucken sich sowas an? Wahnsinn. Also Number 2, Bismillah. Wieder nix. Ich schaff das nicht. Ich krieg das nicht noch. Die Tasse ist ungeeignet. Mahmoud! Ja, der Jonas. Ja, guck's, geht auch. Geht auch so. Machen wir das raus, weil das verbrennt dann, wenn es an der Seite ist. Das ist dann nicht so toll. Also, ich wollte euch jetzt was Schönes zeigen, aber irgendwie klappt es mit der Tasse nicht. Wir werden so lange probieren, bis es klappt. So. Vielleicht drücke ich zu stark. Am Anfang habe ich vielleicht zu viel gedrückt, jetzt drücke ich mal nicht. Ja, irgendwie findet man schon seinen Weg. Soll ich jetzt mal drücken? Oder gar nicht drücken? Gar nicht drücken einfach, ne? So, hier zack, Bismillah. Ah, gar nicht drücken, dann geht's. Seht ihr? Kleines süßes Häufchen. Ja, man muss sich irgendwie zu helfen wissen. Immer mal wieder austesten. So. War ein bisschen zu viel. So. Entschuldigung, Kameraführung, ich muss gleichzeitig filmen und mit der linken Hand, ich bin Rechtshänder, da irgendwie rumhantieren. Halt, nicht drücken, nicht drücken, ich drücke jetzt nicht. Bismillah. Hier, ihr seht, alles voll. Klappt wieder nicht. Ah, doch. Ja. Oh, ich weiß nicht. Also, schön ist anders, sind so. Aber das ist mal eine Idee, ne? Wenn ihr eine bessere Form habt oder so. Man kann das ja auch mal so machen, ne? Oder in der Muffinform geht auch, dass man das dann da reintut und dann umkippt. Und natürlich auch eine Füllung geht, wie ihr wollt. Ihr könnt die Füllung machen mit Nutella. Also in Deutschland hätte ich da voll die super Ideen. Na, mit geht ja so leicht, da so eine Paradiescreme zu machen. Oder hier, bis du an irgendwas kommst, kannst du Stunden laufen. Oder hin und her fahren. Wir waren ja heute in Kena bei 47 Grad. Oder 46 Grad, der Grad macht es jetzt auch nicht mehr aus. Es war eine Hitze, Leute. Na, aber wir haben da was zu tun und Bismillah. Hm, yalla. Ah, da ist doch nicht schlecht, der Mohrenkopf. Wisst ihr was, ich tue das mal jetzt so hin, dass ich mehr Platz habe. Ich muss ja da noch mehr. Ich habe ja noch so viel Konafa-Teig hier. Die müssen noch ein bisschen nach hinten gehen. So, seht ihr? Jetzt muss ja alles verschafft werden, verarbeitet werden. Ja, da waren wir dort und ohne Klimaanlage. Ich bringe meinen Mann manchmal um, gell? Also sag ich, ey, du verschiebst immer die Sachen. Ja, ich weiß. So schlimm ist es jetzt auch nicht, sag ich. Ich bin krebsrot
Und ohne Klima, bei so und dann noch Fenster auf in der Wüste. Dann kam so ein Sandsturm und hat uns mal kurz den Sandkörner ins Gesicht gepeitscht. Ich guck meinen Mann an, danke, deine Schuld. Und dann mach's Fenster zu, ja auch noch. Ja, dann hat er doch tatsächlich mein Fenster zugemacht in der großen Hitze. Ja, der heiße Wind stört ihn. Ja, nee, mich ja nicht, nö, dann schwitzt man lieber, ne? Der heiße Wind stört den Herrn. Warum lässt denn dann nicht die Klimaanlage reparieren vom Auto? Nein. So, Bismillah. Ah, ihr seht, funktioniert bestens. 2, 4, 6, 8. Dann hören wir hier nur noch 8, 9, 10, 11. Ja, gucken wir mal. Ich habe hier noch viel. Soll ich mal? Muss ich zwei Bleche machen? Na gut, wie gesagt. Die hat eine andere Tasse gehabt und hat auch voll reingedrückt, ich weiß auch nicht. Ja, nicht, dass es dann umkippt nachher. Bin ich voll blamiert, ne? Schön sieht es ja jetzt aus so, ne? Aber soll ja auch im Ofen dann was hermachen. So, tschick. Die werden glotzen, meine Schwiegermutter. Die hat letztens auch leider Konafa gemacht und total trocken. Ich wusste nicht, von wem es ist. Ich habe gesagt, nee, das war mir zu trocken. Ich habe es gemacht. Oh, peinlich. Ja, das ist halt, wenn man spart mit den Sachen. Man muss da schon ein bisschen verschwenderisch sein bei solchen guten Süßigkeiten. Ja, wenn man da nur drei... Hupsala. Ich weiß nicht, ob das was wird. Die fällt mir auseinander. Wenn man nur spart und dann nur drei Trauben reinmacht und ein bisschen... Na, so drei Erdnüsse und drei Trauben in der ganzen Konafa musste suchen, in einem Quadratmeter eine Traube. Also Rosine, das schmeckt ja nicht. Das war ja voll trocken. Und dann ganz wenig Samna. Ja, die alten Leute, die sparen an allen Ecken und dann denken sie, ach, das klappt, das schmeckt auch gut. Der Opa hat's gegessen, der wollte mehr. Ja, dann denkt sich die Oma, wieso soll sie so viel verwenden? Der Opa isst doch sowieso, stimmt ja eigentlich auch. Gut, schön ist anders, aber kreativ ist es, die Idee, ne? So, vielleicht friere ich den Rest ein, kann man ja. Und dann beim nächsten Konafa benutzen. Weil ich habe jetzt da keinen Bock mehr, muss ich echt sagen, so viel da rumzumachen. Zack, zack, zack. Und nachher wird es eh nichts. Nachher fällt es mir zusammen durch die Hitze. Wir werden sehen, was passiert. Ja, ich schiebe es jetzt mal schnell in den Ofen und ja, mach viel Dua, dass es funktioniert. Und nachher wird es ja auch mit heißem Sirup übergossen. Na, so. Bismillah, das ist der Basbousa, gerade rausgekommen, volle heiß. Das ist der Sirup, ihr seht, der ist so richtig dickflüssig, eiskalt von der Gefriertruhe. Und das wird jetzt schön übergossen. Younes, digi gebess. So, nur nicht zu viel, weil ich brauche ja noch für die anderen. Ich habe ja noch, mich doch entschieden, noch ein Blech mehr zu machen. Und das... Warte, lass, das geht nicht. Das ist ganz aus dem Ofen, ganz heiß, Younes. Trab. Mafischtrab, das ist kein Staub. Warte, ihr seht jetzt, das saugt sich jetzt alles ein. Ne? Ihr seht, langsam geht alles. Younes, bitte deine Haare nicht rein. Was machst du denn? Du kannst jetzt nicht essen, warte. Der kann es nicht abwarten. Der frägt mich schon den ganzen Tag. Genau, der geht nämlich immer... Seht ihr, das versickert schön ein. Und das ist ein Rezept... Younes, pass auf den Teller. Das ist ein Rezept, wo sollte der Basbousa also nicht trocken sein, sondern immer schön saftig. Und ihr seht, jetzt ist der Sirup eingezogen. Es sieht schön aus. Aber ich würde es jetzt noch nicht anschneiden. Es ist noch viel zu heiß, Younes. Sollen wir jetzt anschneiden? Ja. Schade. Warte, guck mal im Ofen. Ich habe ja noch... Oh, ich habe einen Knutschi gekriegt. Danke. Ich kann euch nicht zeigen. Ich habe kein Kopftuch an. In der Hitze hier bei 40 Grad. Ist es hier heiß in der Küche? Ist es hier heiß? Ja. Halt! Hast du dich jetzt verbrannt? Nein. Ah, ist schon heiß. Okay, meine Lieben, so, dann warten wir mal ab. Ich lasse es hier stehen, auskühlen. Gut, mit der Leiche. Nein. Nee. Ich zeige euch mal kurz hier. Ah. Wow. Die Gegebes. Hier seht ihr meine Basbousa-Bälle. Dann habe ich unten noch ein halbes Blech doch genommen, gemacht. Also habe ich doch noch ein halbes Blech Basbousa genommen. Ich habe es nicht eingefroren. Ich habe es gleich benutzt. Hier, die Basbousa-Mohrenköpfe, oder? Nee, Konafa-Mohrenköpfe.
Der Mohrenkopf, darf man gar nicht mal sagen, wie war das? Wie sagt man dann? Konafa-Küsse. So, die Konafa-Küsse. So, meine Lieben, das ist das Endergebnis. Jetzt kommt nur noch der Sirup drüber. Hier habe ich ein bisschen, ja, unten vergessen. Ist nicht so gut, aber ist nicht so viel. Ach, das gebe ich dem Opa. Der isst alles. Also hier darf man nicht so lange lassen, weil die sind trotzdem durch, obwohl sie jetzt nicht so goldig aussehen. Deswegen machen ja auch die Ägypter oft Lebensmittelfarbe rein, weil das ist in 20 Minuten gegessen, das Ding hier. Die sind durch, diese Fadennudeln, wenn du so willst. Und dass es halt nicht aussieht, als ob es roh ist, weil es halt weiß ist. Ja, ich habe es weggelassen, weil mein Mann sagt, er will das nicht. Und jetzt kommt der Sirup drüber. So, meine Lieben, ich hoffe, es reicht. Bismillah. Kalter Sirup auf das heiße Konafa. Problem. Geh weg, Jonas. Hier müssen wir immer so einen Tropfen, warte. Ich brauche da mal kurz alleine ohne Kamera. Moment, Leute, das ist jetzt hier ein schwieriges Unterfangen. Der kommt schon wieder. Es hat gerade gereicht, Leute. Alhamdulillah. So. Jetzt gucken wir mal gerade, ach, seht ihr, und deswegen sollte man nicht bis zum Rand, weil jetzt ist diese Rosine angebraten, ne, und die ist nicht drunter, weil die sollen nicht so dunkel werden, die Rosinen. Aber bei 1, 2, 3, die unten sind, die sind noch gut, seht ihr, die sehen noch frisch aus. Aber hier am Rand, die ist angebrannt, die sind dann bitter. Deswegen die Rosinen immer hier unten drunter lassen. Ja, und jetzt lassen wir das Ganze auskühlen und dann kann man das ganze Ding mal anschneiden, ne? So, und ich mache euch dann einen kleinen Teller fertig. Aber das lasse ich jetzt erstmal erkalten und ein bisschen in sich ruhen. Es ist knusprig, ihr seht, und hart. Na, und hier, es ist sehr saftig. Ja, hier, ich glaube, das ist mir nicht gelungen, aber man kann ja nicht immer alles richtig machen. Und die Dinger sehen auch nicht schlecht aus, bis auf die Rosinen, die bitteren, aber die kann man ja rausnehmen. Ja, das ist das Endergebnis von meinem Basbousa Konava Ramadan Special. Ihr seht hier, es ist super saftig, es riecht super, es schmeckt es riecht und schmeckt fantastisch. Ich habe schon an die Schwägerin verteilt, an die Nachbarin, die mir auch Kuchen gebracht hat. Dann hatte ich einen Teller noch da. Tradition in Ägypten ist es ja immer, du gibst den Teller nicht leer zurück, sondern mit etwas drauf. Manchmal brauchst du halt dann 2 Wochen den Teller, bis du irgendwas hast. Jetzt habe ich glaube, ich hatte eine Woche. Jetzt kriegt sie halt Konafa und alles. Also so einen Teller habe ich für jeden jetzt gemacht. Ja, so einen kleinen Konafa, wie habe ich das Ding genannt? Konafa-Kuss. Geht bestimmt besser auch mit Nutella oder so, mit Sahne, kann ich es mir auch gut vorstellen. Ja, Konafa kann man natürlich auch mit Käse machen, Mozzarella, und also nicht süß dann, ne, geht auch salzig, sehr lecker. Und mit irgendwelchen Wurststückchen drin kann man alles machen. Ist also wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Klar, Basbousa geht nur süß. Ja, und ihr seht, er ist sehr saftig, der Kuchen. Grieß, Kokoskuchen, also wirklich ein Gedicht, das ist. Und der Jonas, der kommt schon wieder. Bitte aufpassen, Jonas. So, Leute, jetzt muss ich aufgucken, jetzt muss ich aufräumen, das ganze Ding. Ich wünsche euch was. Gebt mir einen Daumen nach oben für mein Ramadan-Special. Bis die Tage. Masalema. Bye, bye. Du Kleiner.